Wir haben in den letzten Tagen eine sehr intensive, eine sehr transparente, eine sehr offene Debatte geführt. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, weil es schließlich um etwas geht. Es geht im September um eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft unseres Landes. Die muss sorgsam abgewogen werden. Alle Argumente müssen auf den Tisch. Aber es kommt auch der Moment der Entscheidung. Und der war gestern Abend. Und wir haben entschieden, welches personelle Angebot CDU und CSU machen. Wir sind in der CDU, der CSU dankbar für den guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, auch in einer sehr persönlichen Entscheidung. Und gut und vertrauensvoll, das gilt, und auch das will ich am heutigen Tag betonen, für das persönliche Verhältnis von Markus Söder und mir. Die CSU hat durch ihre Entscheidung vom gestrigen Tag die Entscheidung der CDU ermöglicht. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Und Markus Söder hat gesagt, der Bundesvorstand der CDU muss entscheiden. Und in diesem Bewusstsein hat der Bundesvorstand gestern ein sehr deutliches Votum getroffen. Und ich danke Markus Söder dafür, dass er der CDU und auch mir persönlich die Unterstützung der CSU und auch des Parteivorsitzenden der CSU zugesagt hat. Paul Ziemiak hat das erwähnt. Viele langjährige Mitglieder haben gesagt, so transparent, so offen haben wir in diesem Gremium vielleicht noch nie diskutiert. Ich wünsche mir, dass diese Kultur der Transparenz auch in Sachentscheidungen in der Zukunft die Arbeit der CDU auszeichnet. Denn die Fragen, die vor uns liegen, brauchen genau diese Transparenz, brauchen das Pro und Contra. Durch Diskussion entsteht Lebendigkeit in der Demokratie, entsteht moderne Demokratie im 21. Jahrhundert. Alle Positionen wurden gehört und ausgetauscht. Und der Bundesvorstand ist ja das Gremium, wo auch alle vertreten sind. Alle Landesvorsitzenden, alle Vereinigungen, die für die CDU traditionell sehr wichtig sind, der Sozialflügel und der Wirtschaftsflügel, die Jungen und die Alten, die Frauenunion, die Kommunalpolitiker, alle haben ihre Position eingebracht. Und dieser Bundesvorstand vereint auch die beiden Fraktionen. Das Votum der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist wichtig. Das Votum unserer Kollegin im Europäischen Parlament ist wichtig, denn die Entscheidung, wer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist, ist immer zugleich auch eine Frage, auf die viele Menschen in ganz Europa blicken. Und ich weiß auch, dass sich manche eine andere Entscheidung gewünscht hätten. So ist das in einer Demokratie, bei der dann am Ende unter Gewichtung aller Argumente am Ende entschieden wird. Ich bin Markus Söder dankbar, dass er gestern noch einmal die Bedeutung der repräsentativen Demokratie unterstrichen hat. Der Konsens in einer Gesellschaft, die zunehmend polarisiert ist, kann nur in gemeinschaftlichen Institutionen gelingen, in den Parteien und am Ende auch im Parlament als dem Ort, in dem diskutiert wird und am Ende auch entschieden wird. Ab jetzt zählt, welche Partei hat die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes? Wer formiert das beste Team, um die Herausforderungen zu bewältigen? Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass die Union, CDU und CSU jetzt als Team in den Wahlkampf gehen. Die CDU gewinnt diese Wahl nicht ohne die CSU und umgekehrt. CDU und CSU sind Schwestern.
ein in der deutschen Parteiengeschichte einzigartiges Phänomen. Die CDU kandidiert in 15 Ländern, die CSU kandidiert in Bayern. Und mit diesem Modell sind CDU und CSU Stabilitätsanker unserer Republik geworden und immer wieder in den unterschiedlichen Phasen auch Modernisierungsmotor unseres Landes. Und gemeinsam werden wir dieses Land in die Zukunft führen. Und Markus Söder wird eine zentrale Rolle dabei spielen für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Ich werde mich weiterhin täglich, zweitäglich, wöchentlich, wann immer es nötig ist, mit ihm abstimmen. Und diese Abstimmungen sind trotz eines Wettbewerbs und unterschiedlicher Akzente in den letzten Tagen immer von dem Willen getragen, am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Und ich freue mich darauf, dass bei den Entscheidungen, die anstehen, wir auch dieses gemeinsam schaffen. Was wir in der Pandemie gelernt haben, sind neue Formate. Diskussionen unmittelbar mit den Kreisverbänden, mit unseren Mitgliedern. Und wir werden dieses stärken. Ich will den Dialog, ich will die innovativen Formate, denn durch jede dieser Diskussionen erfährt man viel über die Vielfalt in unserem Land und die Arbeit vor Ort. Als ich in die CDU in meiner Jugend eingetreten bin, habe ich das nie mit der Vorstellung gemacht, einmal Bundeskanzler zu werden. Meine Motivation war damals voller Idealismus, einen Beitrag zu leisten zu einer besseren Welt und das Leben von Menschen konkret zu verbessern, was immer in der Kommunalpolitik beginnt. Für mich war aber auch wichtig, dass Politik nie nur Reden ist, sondern auch Zuhören. Menschen zuhören, die durch ihre eigene Schilderung ihres eigenen Lebens zu politischen Entscheidungen einen Beitrag leisten. Zuhören, entscheiden, handeln, das waren für mich drei Leitplanken, die mich bis zum heutigen Tag prägen. Und Paul Ziemiak hat das erwähnt, bei allem, was wir über die Zukunft denken, kommt es jetzt darauf an, die Pandemie zu bekämpfen. Das ist das Wichtigste, Leben zu retten in diesen letzten Wochen und Monaten, bis wir es geschafft haben, dass ein Großteil der Menschen in unserem Land geimpft sind. Und deshalb steht das auch im Mittelpunkt der Beratungen der Bundestagsfraktion und des Deutschen Bundestages und des Bundesrates in dieser Woche. Aber von Politik erwartet man auch, über den Tag hinaus zu denken. Wir werden nach der Pandemie soziale, wirtschaftliche, kulturelle Folgen zu bewältigen haben. Wir haben große haushalterische Herausforderungen nach der Pandemie. Wir lindern derzeit viele Herausforderungen durch die Aufnahme von Schulden. Aber Nachhaltigkeit heißt, die nach der Krise auch im Interesse künftiger Generationen wieder zurückzuzahlen. Und es darf kein Weiter-so geben. Wir müssen als Land besser, schneller, moderner werden. Dieser Modernisierungsschub ist jetzt nötig. Er war ohnehin nötig, aber er ist nach der Pandemie noch nötiger. Mehr Innovation, mehr Vertrauen, weniger Bürokratie. Nicht die Vorstellung, mit Vorschriften und Verordnungen kriegt man bis ins Letzte jedes Lebensdetail gelöst. Den Menschen etwas zutrauen, das ist der Grundgedanke, der Unionspolitik auszeichnet. Wir müssen Vielfalt als Chance sehen und nicht als Bedrohung. Und wir brauchen das neue Aufstiegsversprechen. Gerade Kinder haben gelitten unter dieser Pandemie, weil die sozialen Kontakte häufig weggefallen sind. Jedes Kind soll aber unabhängig von der Herkunft seiner Eltern den Aufstieg schaffen können in unserem Land. Und da wird die Aufgabe nach der Pandemie noch größer sein, als sie ohnehin schon ist.
Und wir wissen, wir werden als Deutschland nicht stark, wenn Europa nicht stark ist. Und deshalb, auch unsere Nachbarn werden nach der Pandemie vor großen Herausforderungen stehen. Und die werden wir nur gemeinsam europäisch beantworten können. Das Deutschland, das ich mir vorstelle, wirkt mit an einem Bündnis von Demokratien in der Welt. Gemeinsam mit unseren transatlantischen Partnern, mit dem festen Glauben an multilaterale Lösungen. Und unser Beitrag als Europa muss offensiver werden in einer Welt auch autoritärer Gesellschaftsmodelle. Wir müssen für unsere Werte von Freiheit, von Solidarität, von Gerechtigkeit, von Menschenwürde kämpfen in dieser Welt. Das muss Europa wieder ausstrahlen, dass es einen, wie Jean Monnet gesagt hat, Beitrag leisten will für eine bessere Welt. Und unser Land führt in der Welt nicht durch Größe und Einschüchterung, sondern durch Exzellenz, durch Vorbild und durch Menschlichkeit. Das Deutschland, das ich mir vorstelle, ist ein modernes Land, das zusammenhält. Ein Land, in dem jeder seinen persönlichen Lebensentwurf leben und danach streben kann, seine Wünsche zu erfüllen. Es ist ein Deutschland der Vielfalt, der Diversität. Und dieses Zusammenleben wird aber nur gelingen, wenn wir eine gemeinsame Basis haben. Die Werte unseres Grundgesetzes gelten. Rechthaberei, Aggression, Polarisierung schaden dem Zusammenhalt in unserem Land. Und gerade wenn wir modernisieren wollen, ist Vertrauen eine wichtige Währung. Und das ist mein Ziel. So arbeite ich, seitdem ich politisch tätig bin. Menschen zusammenführen, mit klaren Ideen am Ende auch entscheiden und für uns als CDU und CSU bedeutet das, dass wir, die wir in vielen Jahren unserer Republik in kritischen Situationen Führungsverantwortung wahrgenommen haben, dass wir auch nach dieser Pandemie unseren Beitrag leisten wollen für eine gute, modernes Land, das zusammenhält. Ein Land, in dem jeder seinen persönlichen Lebensentwurf leben und danach streben kann, seine Wünsche zu erfüllen. Es ist ein Deutschland der Vielfalt, der Diversität. Und dieses Zusammenleben wird aber nur gelingen, wenn wir eine gemeinsame Basis haben.